Der eine war etwas daneben, aber... ja, die Bombenferkel kommen. Ein Hoch auf die Bombenferkel. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unsere aller Mutter. So oft vergessen wir, was wir nicht sehen können. In meinem Versteck habe ich deine Spur verloren, aber jetzt ist meine Seele erleichtert. Ich, Bakugami, der Gott der Explosionskraft, verleihe dir meine Kraft. Benutze die Kirschbombe und bringe Zerstörung über deine Feinde und Hindernisse. Ja. So kann man es auch machen. Hey, hast du gerade eine weitere Pinseltechnik wiederbekommen? Das war Bakugami, Gott der Explosion. Seine Technik wird Kirschbombe genannt. Tamas Enthusiasmus muss die Kraft dieses Gottes in dir geweckt haben. Nun, auf was wartest du noch? Probier die Kirschbombe schon aus. Wie wär's mit diesem Riss in der Wand da? Warum probierst du nicht mal da die Kirschbombe aus? Aber sei vorsichtig. Mhm. Wow, sieh dir mal das Loch an. Die Wand mit dem Riss ist total zerbröselt. Diese Kirschbombe ist eine zerstörerische Technik. Ich meine, denk doch einfach mal drüber nach, wie sie auf Monster wirken wird. Es wird ein bisschen kompliziert, so etwas Mächtiges zu kontrollieren, aber ich wette, du wirst sie die ganze Zeit benutzen, wenn du sie gemeistert hast. Ja, vielleicht kann ich damit die blöden Trommler ins nächste Universum boxen. Rattenstatue. Eines der 13 Sternzeichen. Es ist eine seltsame Pose. Aha. Jo. Oh. Baum? Genau, auf solche Bäume muss ich auch immer achten. Hier ist nämlich zum Beispiel noch einer. Hey du. Na, dann zeige ich dir einfach eine größere Bombe. Viel Spaß. Hat leider nicht so gefunzt wie erwartet. Die wollte ich nicht da haben, die wollte ich eigentlich hier haben. Kann ich jetzt eine neue platzieren? Ja, konnte ich. Hat nur leider nichts hier gebracht. Okay. Ah, es wird wieder Tag. Ich weiß aber trotzdem, dass da drunter was ist. Ich komme nur nicht ran. Ah, tagsüber sind andere Gegner unterwegs als nachts, ist auch gut zu wissen. Gut. Dann jage ich mal den Riss da hinten in die Luft. Vielleicht kann ich die Statue auch in die Luft jagen. Dumm, die dumm. Ich kann halt keine zwei Bomben gleichzeitig beschwören. Das ist nervig. Und manchmal bin ich zum blöden Kreis zu zeichnen. Exorzismus S. Papier mit heiligen Formeln verursacht geringen Schaden. Welcher Statue habe ich? Glaube, hier war seit Jahren keiner mehr. Sie ist ganz schön schlechter Verfassung. Warum hast du nicht eine Opfergabe hier? Hm. Das bringt nichts. Nö. Dumm die Dumm. Im Zweifel jagen wir einfach alles in die Luft.
nein. Zweifel funktionieren leider nicht immer. So, mehr Glück für uns durch das Kleeblatt. Ach, da war ja noch sein verfluchtes Tor. Jetzt will ich aber erstmal kurz hier rüber. So, mal sehen, ob wir hier was springen können. Nein, dazu brauchen wir auch noch immer was anderes. Oh, das heißt, wir gehen hier in das Tor. Hi, Jungs. So, wer will noch? Ach du. Kriegen wir dich diesmal? Nein, wir kriegen dich leider nicht. Okay. Wir können den wirklich nicht schneiden, solange er nicht grau ist. Also eigentlich müssen wir ihn gerade schneiden, wenn er solch eine Pose macht. Ja, wieder Zeit, aber egal. Bringen auf jeden Fall viel Glück und können Hasen füttern. So. Noch mehr Glück. Wird ja langsam. Gut, dann gehen wir jetzt zum See. Wenn ich hier hochkommen würde. Danke. Verbraucht Trauben. Ja. Saftige Rebentrauben. Samen. Ich könnte Grünfutter gebrauchen. Hallo? Ich habe gerade was zwitschern gehört. Wo sind Vögel? Ach, da oben ist ein Falken, aber wie fütter ich die denn? So, gehen wir erstmal zum See runter. Hübscher Wasserfall. Noch eine Wächterstatue. Ich weiß immer noch nicht, wie wir da Opfergaben lassen können. Noch mehr Samen. Ich würde ja gerne einfach ein paar Yen hier droppen, aber weiß ich wie. Restauration ist so. Vision, Sonnenaufgang, Kirschbombe blühen. Ja. Okay.
Dieses Tor sieht gefährlich aus. Mondschrein. Die Leute läutern sich hier, bevor sie die Mondhöhle besuchen. Das heißt, ich kann noch gar nicht hier rein, weil ich nicht geläutert bin. Doch, ich kann da rein, obwohl ich nicht geläutert bin. Eingang Mondhöhle. Oh, noch mehr Lila. Hä? Wir sind unter dem Steintor hindurch und folgten dem Pfad. Also, wo verdammt nochmal ist die Mondhöhle? Sie sollte genau hier sein. Hey, was ist mit dem großen Berg da drüben? Seit wann ist er dort bitte in der Mitte vom Harami-See? Man sagt, die Mondhöhle ist dort, wo Nagi die legendäre Bestie erschuck, aber dieser riesige Berg ist viel größer, als ich die Mondhöhle in Erinnerung hatte. Ich meine, guck ihn dir doch mal an, er ist gigantisch. Hm? Also erst Wein, dann hier weitergehen. Wobei, erstmal will ich dann oben das Ding in die Luft jagen. Hi. Ach du meine Güte, ach du meine Güte, das ist ja schrecklich. Priester des Mondschreins Mika. Ah, ein höchst willkommener Gast hat unseren Schrein betreten. Du kommst genau zur rechten Zeit, Wolf, ich muss mit dir sprechen. Da draußen ist der Harami-See, Numpons größter See. In seiner Mitte war ein alter Schrein, den man Mondhöhle nannte, aber er ist komplett verschwunden, in Luft aufgelöst. Neben ihm war der böse Dämon, den Nagi und Shiranuens besiegt hatten. Außerdem enthielt er Tsukuyomi, das sagenumwobene Schwert, das den Dämon von Ort und Stelle band. Dieser Dämon, sein Name war... Nein, ich werde verflucht sein, wenn ich ihn sage. Ist ja auch egal, der Punkt ist, dass was alles in der Welt ist, mit dem Schrein geschehen. Er wurde Tag und Nacht von dem Tao-Meister Wacker bewacht. Als er einmal zurück in die Stadt ging, ist es passiert. Oh Mann. Oh. Entschuldigung. In letzter Zeit sind Monster auch hier aufgetaucht. Diese unheilstiftenden Monster sind das Schlimmste. Ich vermute, das hier ist ihr Werk. Nun, vielleicht nicht diesmal, aber man muss sich trotzdem um sie kümmern. Ich habe bereits eine Gesuchtenliste für sie vorbereitet. Gesuchtenliste. Aha. Onimaru, der Unverbesserliche. Biwamaru, der Vandale. Okuso, der Eindringling. Iso, der Seitenschneider. Toya, vor den Unbeherrschten. Die Götter werden alle diese gesuchten Monster mit einem Zeichen markiert haben. Man erkennt sie sofort, wobei man sie erblickt, aber sie sind sehr vorsichtig. Sie kommen nur bei Nacht heraus. Kannst du losgehen und die Liste irgendwo aufhängen, Wolf? Ich bin sicher, irgendeine mutige Seele wird sich der Herausforderung stellen. Erhalten Mikas Monsterliste. Mögen dich die Götter immer beschützen. Hey, das ist doch die perfekte Aufgabe für uns, Armee. Lass uns die Liste behalten und uns selber um all diese unheilstiftenden Monster kümmern. Ich meine, wir werden ihnen ja sowieso begegnen, ob wir es nun wollen oder nicht. Dann können wir auch diese Belohnung für sie kassieren. Aber anscheinend kommen sie nur nachts heraus. Lass es uns probieren. Hm. Ja gut, wedel du weiter mit deinem Staubfänger rum. Mit deinem Staubwischer. Toya vor den Unbeherrschten erscheint. Okay. Was ist mit diesem Monster? Es steckt ein exorzierender Pfeil in ihm. Exorzierende Pfeile sind halt die Relikte, mit denen man das Böse vertreibt. Das bedeutet, irgendjemand wollte dieses Monster wirklich loswerden. Komm schon, Armin, gib ihm den Rest. Lass es nicht entkommen. Nein, ich lass es nicht entkommen. So, Feuer vor den Unbeherrschten besiegt. Jo. Es ist eines dieser gesuchten Monster aus der Monsterliste. Und wir haben es gefunden. Junge, man weiß nie, was man als nächstes findet. Du weißt diese Monsterliste, die du hast. Nun, du kannst den Namen des Monsters, um das du dich gekümmert hast, ausstreichen. Das Monster, das du besucht hast, ist auf der gesuchten Liste. Nimm deinen Pinsel und streich den Namen auf der Liste aus.
Das ist ein Monster weniger. Wenn es so weitergeht, dann dauert es nicht lange. Du hast alle Namen ausgestrichen. Nachdem du sie besiegt hast, solltest du den Priester besuchen. Vielleicht wird er dir eine Belohnung geben. Nun, Ami, ich glaube, wir haben alles hier auf dem Shinso-Feld gesehen, was es so zu sehen gibt. Vielleicht sollten wir mal wieder um Sakuya im Dorf kümmern. Ja. Kann ich gerade irgendwie auf die Karte gucken, um was Besonderes zu sehen? Ja, ich könnte. Also ich kann auf die Karte gucken. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier frei bombe. Ah, auch nur ein Schatz. Okay. Korallenfragment. Brocken aus Korallen stammt aus dem Drachenpalast. Also auch nur ein Schätzchen. Ja, während Nacht ist, kann ich noch hier runter gucken. Tut das weh? Nein, zum Glück nicht. Aber wie ich erwartet habe, hier ist auch noch ein Schatz. Noch eine verstreute Perle. Und hier sind noch zwei von den geschändeten Bäumen. So. Ich wünschte auf jeden Fall, es gäbe irgendwann eine Pinseltechnik, mit der ich die Sonne einfach ausgeknipst lassen kann. So, dann gehen wir mal durch das Portal wieder. Und sehen wohl, dass wir da hinten nicht rein können, weil alles zu ist. Naja, idyllisch und schön ist was anderes. Autsch, verdammt nochmal, hier ist so eine Art Schutzschirm. Ich habe noch nie einen so starken gesehen. Wir sollten uns hier davon fernhalten. Jo, das macht nämlich nur Aua, habe ich gerade gemerkt. Kann ich ihn in die Luft jagen? Also ganz ehrlich, wenn man mir schon eine Bombe in die Hand gibt, dann sollte man auch erwarten, dass ich damit Unfug anstelle. Also die Bombe brennt schon mal, die konnte ich sogar hinter den Schirm zaubern, aber mehr macht sie auch nicht wirklich. Gut, das heißt zurück ins Dorf mit uns erstmal, weil wir können nicht die Fähre benutzen. Und wir können auch hier nicht weitermachen. Aber natürlich lässt man mich nicht. So. Deswegen nehme ich die bombastische Variante. Pferde schlafen. Tülülü. Schwimmen tut sie schon mal. Mehr aber auch nicht. Okay.
Ui, Abflug. So. Oh, was ist das alles? Das Dorf birst vor Aktivität. Ich frage mich, was da wohl los ist. Ja, wir können jetzt auf jeden Fall die Bäume jagen. Haha, was für eine Freude zu sehen, wie das Leben an diesen Ort zurückkehrt. Nur noch 14. Wir werden mit einem Wunder gesegnet werden, wenn alle Bäume blühen. Okay, ich muss alle 14 Bäume hier im Dorf auf jeden Fall zum Blühen bringen. Und ja, wie ich da oben rankomme, weiß ich auch noch nicht genau. Gut. Speichern wir mal, ist mal wieder Zeit. Ja. Dorf Kamiki gespeichert. Und dann gibt es hier jetzt erstmal einen Cut mal wieder. Also bis dann.